Anna, was geht? Willkommen zurück hier bei Elex 2. Yes, yes, yo. So, wir sollen zu Astrid, hat er gesagt, hat er. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Astrid. Das ist das Naheliegendste. Manchmal bin ich so pfiffig, ja. Staune ich über mich selber. Ja, Problem gesehen, wir müssen zu Astrid. Problemlösung, wir gehen zu Astrid. Richtig gut. Vorher will ich ein paar Sachen verkaufen. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Und zwar habe ich gesehen, dass wir 1 Million Zigaretten haben. So. Peace. Und schon haben wir 2321 Elex. Leute. Und ich glaube, weißt du, wir haben jetzt immer noch Zigaretten und Tash, falls halt irgendeiner irgendwas braucht. Hier hinten lang. Warte mal, wir sind doch eine Stufe aufgestiegen. Wir können ja Punkte verteilen. Oh shit. Für die Sachen brauchen wir Intelligenz 50. Das ist so krass, ne? Im Endeffekt bräuchten wir das so früh wie möglich. Wir brauchen Geschicklichkeit und Intelligenz. Das können wir schon lernen. Gerissenheit für besseres Hacken. Erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Ah. Ausdauer erhöht. Lebenspunkte. Lehrer für Gesundheit. Ich würde sagen, wir machen das genauso, wie wir es davor gemacht haben. Wir warten, bis wir einen entsprechenden Lehrer gefunden haben. Und dann setzen wir die Attributspunkte so ein, dass sie uns was nützen. Weil die Attributspunkte selber, wir können in Stärke so viele Punkte reinmachen, wie wir wollen. Aber Stärke bringt uns keine Stärke, tatsächlich. Sondern beeinflusst nur, das sind nur Attribute, die wir brauchen, um andere Sachen, also Rüstungen zum Beispiel, zu tragen. Warte kurz, ich will Feuer speichern. Hier soll ein Unhold Probleme machen. Weißt du was darüber? Ja,
Aber das Problem sind die Berserker. Sein Fehler ist lediglich, dass er existiert. Nach allem, was ich gehört habe, gab es Tote. Hätte man ihn in Ruhe gelassen, wäre es nie so weit gekommen. Ich bin mir sicher, er wäre weitergezogen. Stattdessen hat man ihm Frischfleisch geliefert. Und nun ist er auf den Geschmack gekommen. Du glaubst also, er wird bleiben? Ja, zumal die Berserker ihn verwundet haben. Der macht keine großen Sprünge mehr. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bei diesem Unterfangen? Ich verzichte. Ich erlege nur, was ich muss. Nie aus niederen Motiven. Dir rate ich aber, die Zeit über sein Schicksal entscheiden zu lassen. Keine Belohnung ist es wert, dafür zu sterben. Außerdem lässt er mich bisher in Ruhe. Sitzt meistens friedlich im Teich hinter meiner Hütte und kuriert seine Wunden. Ich würde es begrüßen, wenn es dabei bleibt. Aber wenn es gar nicht anders geht, werde ich dir nicht im Weg stehen. Es ist eine Sache, für ein Untier Partei zu ergreifen. Die andere ist es, sich die Gegenseite zum Feind zu machen. Bring mir was bei. Sicher. Was willst du wissen? Gerissenheit 60, Alter. Das ist alles so eine extremen Sachen da, weißt du? Okay, was sagt denn das Log? Okay, Astrid will uns also nicht helfen. Scheiße. Okay, dann ist er da. Na, das wird wundervoll. Andere Richtung. Oh shit. Ja. Nee. Okay. Was? Okay, wie viel Schaden mache ich bei dem? Gar keinen. Okay, das ist wenig. Weil ich dir die Scheiße ins Haus geholt habe.
Hast du ihn tot? Wait, ist der Astro tot? Nee, ist bewusstlos. Verfluchtes Biest! Aua! Handgranaten. Wo sind Handgranaten? Wir haben nur Handgranaten gehabt, oder bin ich doof? Werkzeuge, Schlüssel... Baupläne, sonstige Bremsraketen. Wir haben keine Handgranaten? Ja, das bringt's halt absolut nicht, Freunde. Das hat keinen Sinn. Scheiße. Okay, ist er weg? Ist er wieder da unten? Ja. Okay, nice. Astrid? Mein Kopf dreht sich vielleicht. Bist du sauer? Nee, ist er auch nicht. Okay, alles gut, Freunde. Wir setzen hier auch einen Marker. Dann wissen wir, da war noch das andere Ding. Okay. Damn. Baumeister. Werkzeug für den Baumeister. Das können wir ja vielleicht mal angehen. Schlaghammer. Was ist ein Schlaghammer? Ich würde sagen, gehen wir hier hin, dann können wir uns das hier gleich angucken. Der. Apropos, ist Kaya jetzt hier? Es lief nicht sonderlich gut für uns, ne? Also das muss man schon... muss man schon so sagen, wie es ist. Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand.
Ah, okay. Ich dachte, vielleicht haben wir... Vielleicht haben wir... Haben wir aber nicht. Mach dir keine Sorgen. Okay. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Sorry, aber mit deinem Gesicht wirst du gar nichts. Dein hübsches Aussehen hast du von deiner Mutter. Da ist Kaya. Hey, hör mal, ich muss bald auf eine Erkundungsmission nach Tavar. Du hattest deine Hilfe angeboten, also... Worum genau geht es? Meine Jungs und ich werden die Gebiete rund um das Fort in Tavar erkunden. Es heißt, dass die Kleriker ihre maschinellen Spione ausgesandt haben, um unsere Truppenbewegungen zu beobachten. Wenn das stimmt, werde ich diesen Klerikerschrott in Einzelteilen an ihre Herren zurückschicken. Du brauchst deine Leibwachen nicht, ich werde mit dir gehen. Das sollte reichen. Gut, dann sag mir, wann es losgehen soll. Wir brechen dann umgehend auf. Warum nicht? Lass uns in Tavar auf Erkundungstour gehen. Gut, dann aber schnell, bevor die Spione der Kleriker wieder verschwunden sind. Ich will unbedingt wissen, was sie da wollen und sie dann unschädlich machen. Da sind sie, wie ich es mir gedacht habe. Maschinen der Kleriker. Spione der Fanatiker aus der Burg. Bist du dir sicher? Ich kenne die Maschinen der Kleriker. Die dort drüben verhalten sich etwas merkwürdig. Das sieht nicht nach Erkundung aus. Wirkt eher so, als seien sie auf Angriff programmiert. Pah, wir werden es ja gleich herausfinden. Ja, ja. Ich bin hinter dir. Weit hinter dir. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Bleib hinter mir! Gut! Tja, wie es aussieht, hattest du wohl recht. Die maschinellen Spione sind tatsächlich auf Angriff programmiert. Dass die Kleriker es wagen, uns Berserker so offen anzugreifen. Ich glaube das nicht. Die Kleriker haben momentan eigentlich ganz andere Probleme. Wir sollten uns erst einmal um die restlichen Spione kümmern, die um das Fort herumgeistern. Warum sie hier sind, können wir später noch klären. Geh du vor, ich bleibe hinter dir. Na schön, wie du meinst. Kaya, mach ihn weg. Es geht los. Holy shit. Geht's dir gut? Ich bin okay. Noch ist es kaum abzusehen, ob es in einem alles entscheidenden Krieg gegen die Fremden endet. Doch wir müssen vorbereitet sein. Wenn wir Kaya dabei haben, können wir doch... Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Können wir doch quasi direkt loslegen hier. Aua! Wisst ihr, wie ich meine? Da können wir doch hier direkt einfach mal Erfahrungspunkte holen.
brauchen Fleisch, ne? Dann können wir gleich Fleisch braten. Ich erledige das. Machen Schaden. Ich bin da. Die machen richtig heftig Schaden. Damn, Kaya. Okay. Wir müssen unbedingt uns mehr Heilungsgegenstände irgendwo auf die Tasten legen. Quickslot. Slots. So. Hammer. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Damn, ehrlich? Die wollen, dass ich bis dahin latsch jetzt? Überhaupt der richtige Weg? Nee, natürlich nicht. Der Straße folgen. Mehr oder weniger. Haufen Banditen. So nicht! Du bist meine einzige Rettung. Oh!
Scheiße. Kaya, du kannst so langsam wieder aufstehen. Arschloch. Unfair, ich häng fest. Vorsicht. Kannst du die mal anzünden, bitte? Danke. Okay, Moment, ich kann die jebaiten, Alter. Indem ich einfach mein Jetpack anmache und dann nehmen die alle ihren Bogen raus. Das ist gut zu wissen, Freunde. Oh, ich bin so ein sneaky bastard, Alter. Ist natürlich gut, wenn man weiß, dass da drüben ein Ölfass steht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich eben drauf geschossen hatte, wo ich so rangesneakt bin, ich hätte nicht gedacht, dass halt der Sprengkreis so gewaltig ist. Aber jetzt, wo wir das wissen, können wir das natürlich taktisch gut nutzen. Wie wir jetzt hier gesehen haben, ne? Keine Chance. Durch das ganze Mutantengesocks ist es unmöglich geworden, noch vernünftige Fische zu fangen. Die scheißen mir in den Fluss und meine Fische fressen das Zeug natürlich. In meinem letzten Fang hatte ich schon die ersten Exemplare mit 4 Augen. 4! Widerlich. Das kauft doch kein Mensch mehr. Außerdem schmecken die echt grauenhaft. Falls du einer der Glücklichen bist und diesen Zettel liest, bevor du deine Angelrute auswirfst, Glückwunsch. Sei schlau und geh weiter. Hier kannst du keinen ordentlichen Fang mehr machen. Das heißt aber ja jetzt, dass Kaya die ganze Zeit mit uns jetzt rumläuft, ne? Solange bis wir diesen Auftrag erledigt haben.
Daraus wird nichts. Krasser Scheiß, Alter. Was für ein Fight, oder? Ich weiß nicht, auf was ich jetzt mehr stolz bin. Auf den super Schuss aufs Ölfass? Ja, was da quasi alle sofort gekillt hat. Oder auf meinen Kampf. Irgendwie so ein bisschen auf den Kampf, den ich hatte. Weil ich finde, Alter, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wenn du das auch so siehst, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Beim nächsten Mal geht's direkt an dieser Stelle hier weiter. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich werde meinen so gut wie möglich verbringen. Haut rein. Ciao, ciao, bye.